Welcome back, Leute. Mein Name ist Chris. Wie ihr heute in der Titelbeschreibung sehen könnt, geht es heute darum, wie man den Jordan 1er, ich habe den Jordan 1er Dutch Green und heute an meiner Seite. Hi, ich bin Sheila und ich habe den Jordan 1er Rosé. Wir haben uns insgesamt drei Outfits jeweils gesucht. Sie hat drei Outfits, einmal für die Damenwelt. Ich werde sie für die Damen einmal Inspiration oder Inspo oder Tipps geben, wie ihr den Jordan 1er Rosé Gold kombinieren oder anziehen könnt für den einen oder anderen, der jetzt gerade im Sommer oder der andere, der gerne lieber Winter mag oder lieber Herbst mag, Tipps geben kann, wie er oder sie den Schuh kombinieren kann. Ich habe hier sogar einen speziellen Schuh, den Dutch Green 1er. Das ist nämlich eigentlich ein Damenschuh, aber ich fand den Schuh irgendwie fresh, der hat mir irgendwie gefallen, die Farbe einfach und sogar die Schleifen sind ein bisschen speziell dadurch, dass sie rosa sind. Für die meisten ist vielleicht rosa jetzt nicht eine Farbe, die Herren tragen, aber trotzdem, ich bin eine Person, ich kann mich mit der Farbe rosa anfreunden und kann die auch kombinieren. Wer auf jeden Fall neu auf meinem Kanal ist, I'm Chris, ihr könnt mich gerne auf Instagram abonnieren für ein paar Inspo-Bilder, die ich auf jeden Fall dort zur Schau stelle. Ich habe neuerdings auch TikTok. Auf TikTok stelle ich auch einiges zur Schau, also wer mir auf TikTok gerne folgen kann, könnt ihr gerne in der Bio auf jeden Fall, beziehungsweise in der Beschreibung könnt ihr gerne einfach schauen und sehen, was ich da für euch auf jeden Fall wöchentlich dann zu posten habe. Wir haben uns ja wie gesagt insgesamt drei Outfits gesucht. Dazu gibt es drei Mottos. Einmal Streetwear, dann einmal Classy und dann einmal Casual. Für den einen oder anderen, der nicht weiß, was Casual bedeutet oder das ist einfach, was würdest du sagen, Casual? Ja, einfach alltägliches, was ihr zur Schule, zur Uni, auf dem Weg, wohin auch immer, tragen könnt. Auf jeden Fall kann gerne hier die Damenwelt beginnen, wenn du möchtest. Gerne noch. Ja. Ja, wir haben hier drei Outfits. Wir fangen einmal an mit dem Casual, würde ich sagen. Ja, Casual? Ja, das okay. Ist Casual. Ja. Okay, cool. Das den Schuh wisst ihr ja schon. Das Ganze stylen wir mit einem weißen Top von Zara. Das so hier. So einen Zug hat, damit man das an den Seiten ein bisschen enger machen kann und es auch ein bisschen mehr cropped ist. Und mit der Dr. Denim Jeans, genau, die ist ein bisschen so loose fit, Mom Jeans mäßig, stylen wir zusammen mit einer Sonnenbrille, einer Kette und etwas Goldschmuck. Ja, und halt Hoop Earrings, um das Ganze ein bisschen aufzufreshen, aufzupeppen. Das war dann auf jeden Fall ihr erstes Outfit. Okay, dann komme ich zu meinem Casual Outfit. Ich habe extra für mein Outfit, sage ich mal, Kleidungsstücke ausgewählt, die sehr hell sind, um meinen Schuh irgendwie in Erscheinung bringen zu lassen, damit der Schuh irgendwie heraussticht. So habe ich als erstes eine Jacke, die ich mir mal bei Bershka geholt habe. Eine cremefarbige Jeansjacke. Was ich an dieser Jacke einfach mag, ist eigentlich die Farbe. Ich wusste erst später, als nachdem ich es gekauft habe, dass hinten, sage ich mal, ein Motiv drauf ist. Was mich aber so an sich gar nicht so stört, ist es einfach die Farbe. Sage ich mal, Creme. Es ist so eine cremige Farbe. Die mag ich einfach. Und die kann man einfach gerne im Sommer tragen oder im Spätsommer noch tragen. Die Jacke ist einfach leicht und passt einfach dazu. Dazu habe ich einfach darunter eine ganz normale, ein ganz normales weißes T-Shirt, damit das Outfit weiterhin hell bleibt. Aber dadurch, dass beides hell ist, also passt das in dem Sinne zusammen. Und das Outfit vervollständige ich damit, indem ich halt eine Stoffhose habe von Topman. Es ist eine graue Topman-Hose, was ich irgendwie sehr mag. Ich bin generell, das habe ich sogar in meinen letzten Videos gesagt, dass ich ein Fan von Stoffhosen geworden bin, weil man kommt einfach ganz einfach rein. Die passen dann am Ende des Tages dann zu meinem Schuh und lässt meinen Schuh dann auf jeden Fall gerade im Sommer, weil alles auch hell ist, zu Geltung kommen. Kommen wir dann auf jeden Fall zu der zweiten Runde. Die zweite Runde wäre einmal Streetwear. So, für das Streetwear-Outfit habe ich mir was ausgesucht, das ein bisschen mehr tomboyisch ist. Ich kombiniere meinen Jordan einmal mit dieser schwarzen Hose von Bershka, die etwas ja, so ein Loose Fit hat, ein paar Taschen an den Seiten. Ja, die ist unglaublich bequem und macht wirklich schöne Beine, obwohl sie nicht so super eng ist.
trotzdem macht sie einen schönen Körper. Und dann dieses Baseball-Shirt dazu von Lakeport, Texas. Das habe ich von Urban Outfitters. Und es hat mir gefallen, weil es liegt einfach richtig cool an einem dran. Es ist cool für so Tage, an denen man ein bisschen mehr tomboyisch aussehen möchte. Sieht nice aus mit engen Hosen, mit lockeren Hosen. Und es hat halt auch noch diesen schönen V-Ausschnitt hier, der nicht zu tief ist, sondern nur so ein bisschen, dass man den Schmuck sehen kann und etwas von der Haut. Ja. So, dann komme ich auf jeden Fall zu meinem zweiten Outfit, was Streetwear wear. Um diesmal den Schuh auch erneut wieder zur Geltung kommen zu lassen, habe ich einfach mir gedacht, mit Streetwear, wir haben zwar gerade Sommer, aber ich bin so ein Typ, der gerne einfach Hoodies trägt, auch im Sommer. Solange ich auf jeden Fall nicht darunter untergehe und schwitze, habe ich einfach mal so ein Vintage Hoodie, einmal in der Farbe Grün, Khaki, so ein bisschen Richtung Hell Khaki habe ich die einmal hier für euch zur Verfügung. Wo ich den geholt habe, weiß ich selber glaube ich nicht mehr. Ist ein bisschen eine Weile her, aber auf jeden Fall, den habe ich nicht oft getragen, obwohl ich den eigentlich mag. So, dachte ich damit, und der passt auch zu einem Schuh, weil der Schuh ist auch grün, sag ich mal, grün geht grün Richtung Khaki. Und dadurch, dass wir auch Sommer haben, dachte ich dann einfach an eine Basketballhose, die man damit tragen kann. Eine ganz normale, stinknormale schwarze Basketballhose mit weißen Streifen. Und um das Ganze dann zu vervollständigen, habe ich dann hier einmal Tennissocken von Nike. Und ich komme mir heute vor, wie als würde ich Werbung für Nike machen. Werbung für Nike machen. Einmal Nike Tennissocken und dazu dann die Jordan 1er. Um dann das Outfit ein bisschen nicht langweilig aussehen zu lassen, weil es vielleicht für den einen oder anderen langweilig sein könnte, bin ich so in letzter Zeit jemand, also ich mochte immer gerne Schmuck, wie da der eine oder andere schon Bescheid weiß, habe ich einfach Schmuck und dazu ziehe ich dann ein, zwei Ringe an, um, sage ich mal, dem Outfit das gewisse etwas dann zu verleihen. Oder sage ich mal, man sagt doch immer so schön, ein Kuchen sieht doch oder eine Torte sieht nur perfekt aus, wenn dann eine Kirsche nochmal oben drauf. Das wäre auf jeden Fall Round 2 Streetwear gewesen. So, würde ich mal sagen, kommen wir einmal dann zur dritten Runde. Dritte Runde ist? Classy. Let's go. Für Classy habe ich mir was ganz Tolles ausgesucht. Einmal diese Flair-Stoffhose von Missy Empire in Grau. Die sieht echt gut aus mit dem Schuh, weil sie halt nicht zu doll ist von der Farbe her, aber halt auch nicht zu leicht. Und dann habe ich mir dazu ein weißes Top genommen von Asos Design, was so ein bisschen hier an der Bauchgegend mit Mesh gemacht ist. Das macht das Ganze so ein bisschen sexier. Und ein langer weißer Lederblazer von I Saw It First, der super süß aussieht mit Kleidern, aber halt auch jetzt mit diesem Outfit, weil er das Ganze nochmal abrundet. Und das kombinieren wir dann nochmal mit wieder einer Sonnenbrille und diesmal aber ein bisschen Silberschmuck, damit der Fokus auf dem Schuh bleibt. Ja, das war dein Outfit, beziehungsweise... Genau, das war mein letztes Outfit, das Classy Outfit, und weiter geht's mit dir. Jetzt kommen wir mal mit dem Classy Part bei mir, zum letzten Teil. Und zwar habe ich bei Sarah, beziehungsweise bei habe ich auf jeden Fall eine schöne dunkelbraune Coat, Mantel auf jeden Fall dort gefunden. Die ist mir sofort ins Auge gestochen, ich muss sagen, letzte Zeit hat mir die Farbe Braun irgendwie echt gefallen und ich mag gerne einfach Mantel, nur gerade da wir in Quarantäne sind oder jetzt langsam sich alles so wieder lockert, habe ich noch nicht oft die Gelegenheit bekommen, den anzuziehen oder den zu kombinieren. Also habe ich hier den braunen Mantel von Zara. Ja. Dazu habe ich dann einfach eine braune kleine Tasche, um das mit meinem Mantel quasi zu matchen. So eine Tasche, da kann man einfach seine ganzen wertvollen Dinge wie Handy, Portemonnaie oder sonstiges einfach reintun, wenn sich die Gelegenheit dazu anbietet. Wenn man keine Taschen hat oder nichts in die Hose reinpacken kann. Letzte wäre dann einfach eine normale Denim Jeans von H&M, sage ich mal, die ich damit kombinieren würde.
Das ist noch nicht mal das letzte Teil gewesen, fällt mir ein. Ich habe fast für euch was vergessen. Aber auf jeden Fall Denim Jeans, eine ganz normale, stinknormale Denim Jeans. Und dazu darunter einfach eine Basic, ein Basic T-Shirt bzw. ein weißes T-Shirt. Etwas nicht auffällig, aber sage ich mal etwas, was Richtung Classic geht. Und dann halt, um ein bisschen dem Outfit Drip zu verleihen oder sage ich mal ein bisschen Farbe einzuhauchen, habe ich ja natürlich den Schuh, der einmal mit Grün und einmal mit Rosa auf jeden Fall kraftvoll dann rüberkommt. Da ich ja natürlich jemand bin, wie gesagt, der Schmuck dann noch trägt, habe ich einmal für euch ein Armband darunter, um etwas dann halt, sage ich mal, zu haben, was ein bisschen glänzt oder sage ich mal einfach da ist, was Auffälliges ist. Ich bin auch jemand, der Schmuck trägt, was ein bisschen auffällig ist. Ich würde mal sagen, das war es auf jeden Fall von den Outfits. Sie hat drei Outfits für euch vorgestellt, für euch Damen. Ich habe drei Outfits für euch vorgestellt, für die Männer. Schreibt doch in den Kommentaren auf jeden Fall, welche der Outfits von euch gefallen hat, welche Outfits von ihr gefallen hat, sage ich mal von Street Classy oder Casual. Und bei mir auf meiner Seite, welche Outfits haben euch da diesbezüglich gefallen? Gefallen euch überhaupt die 1er bzw. der 1er Rosé Gold oder der 1er Dutch Green? Gefällt er euch? Schreibt das in die Kommentare, was euch da auf jeden Fall gefallen hat, welches ihr davon auf jeden Fall nehmen würdet. Und ich würde mal sagen, it's a wrap. It is. See you. Auf jeden Fall würde ich sagen, abonniert mir, folgt mir. Und wir haben uns auf jeden Fall nicht das letzte Mal gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. See you guys. Peace. Und liken.